Einen wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Der Angstindex. Das Ganze natürlich mit Pascal Sauger von Finance Coach. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier zum zweiten Termin der Reihe begrüßen. Ich bin gespannt, was der Pascal uns mitgebracht hat. Ja, Angstindex, ich denke mal, das wird Richtung Volatilitätsindex gehen. Bewegung, ja, ist momentan ja ziemlich passend, ja, zur Marktlage. Und von daher will ich gar nicht viel vorwegnehmen, sondern wir springen einmal direkt zum Risikohinweis. Denn egal welches Webinar, natürlich, es gilt nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie nichts des gleich erklärten, gezeigten, eventuell zu Testzwecken gehandelten als Handelsempfehlung, Anlageberatung, ganz gleich, was der Pascal gleich erzählt. Ja, schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig, vorweg immer zu sagen. So, dann würde ich hingehen und sagen, okay, Pascal, du kriegst jetzt hier, zack, zack, die Übertragungsrechte. Und dann hoffe ich, dass du den richtigen Bildschirm überträgst. Das werde ich dir gleich tun, ja. Wir werden es gleich sehen, aber es sieht Teil schon mal gut aus, die Vorschau. Das sieht sehr gut aus. Dann wünsche ich viel Spaß, viel Erfolg und ich bin ja die ganze Zeit da, wenn irgendwas sein sollte. Sehr gut, danke Florian an dich. Und ja, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen. Heute zum zweiten Teil der Webinarreihe. Wer den ersten Teil verpasst haben sollte oder gerne nochmal nachhören möchte, der befindet sich auf dem YouTube-Kanal von FX Flat, kann also jederzeit nochmal angeschaut werden. Und ja, bei dem Thema Volatilität wollen wir auch heute natürlich bleiben, aber uns ein bisschen mehr den Details noch widmen. Letztes Mal ging es ja generell um die Strategie, die man eben fahren kann, wenn man Optionen handelt und entsprechend die Volatilität eben mitnehmen möchte, weil das ja sozusagen ein weiterer Vorteil ist als Optionsverkäufer. Und heute widmen wir uns mal dem ganz speziellen Angstindex, den die meisten vielleicht schon mal gehört haben werden, aber vielleicht noch nicht so viel darüber wissen, nämlich dem VIX. Klingt immer ein bisschen komisch, wenn man es auf Deutsch ausspricht, aber VIX steht einfach für Volatilitätsindex. Und damit erkennen wir so ein bisschen die Angst am Aktienmarkt. Und gerade jetzt in dieser aktuellen Marktphase passt es wiederum sehr gut. Wir haben das Webinar zwar schon vor einigen Monaten geplant, aber es passt halt wirklich sehr gut in die Zeit aktuell, weil wir momentan eben nach unten tendieren an den Aktienmärkten und damit auch die Angst wiederum steigt, weil keiner weiß, ist das jetzt der Boden, geht es noch weiter runter? Und diese Befürchtungen, die drücken sich eben an diesem Angstindex aus, den wir heute ein bisschen näher beleuchten werden. Ja, bevor wir da hinkommen, noch mal ganz kurz zu mir für diejenigen, die mich noch nicht vom letzten Mal kennen. Mein Name ist Pascal Sauger von Finance Coach. Ich handle, seit ich 16 bin, an der Börse. Seit ich 13 bin, interessiere ich mich eigentlich schon dafür. Ich habe ein Studium Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe gemacht und bin auch Referent des BVH Börsenführerscheins. Daher kennen mich vielleicht einige aus anderen Webinaren. Findet übrigens auch wieder statt nächsten Monat. Wer also so ein bisschen Basics, Einführung zum Thema Börsenhandel und alle möglichen Instrumente haben möchte, ist herzlich willkommen. Ist auch eine kostenfreie Webinarreihe vom Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen. Einfach mal bei Google eingeben, dann findet man auch da das Webinar und die Anmeldemöglichkeit. Da bin ich mittlerweile seit diversen Jahren im Beirat tätig. Der Dachverband wird jetzt dieses Jahr auch 30 Jahre alt, also ein tolles Jubiläum. Und seit mittlerweile 10 Jahren, also seit, ich habe letztens nachgeschaut, September 2012, handle ich Optionen. Und seit inzwischen 8 Jahren lebe ich vom Börsenhandel, also hauptsächlich Optionshandel. Ich handle mit Aktien- und Future-Optionen. Teilweise handle ich auch nochmal ein paar Futures direktional. Das heißt entsprechend auf die Long- oder Short-Seite in eine Richtung. Mein Optionshandelsstil ist eher non-direktional ausgerichtet, sodass ich eben von den anderen Faktoren und Vorteilen, die Optionen bieten, eben profitieren kann, wie zum Beispiel der Volatilität, wie wir in der letzten Webinarreihe eben gesehen haben. Ja, wen es interessiert, da gab es einen Artikel letztes Jahr im Traders Magazin mit mir, ein kleines Interview und auch zu meiner Strategie, und einen Teil davon werde ich auch heute nochmal mit reinbringen und beleuchten. Auch das könnt ihr kostenfrei abrufen, einfach den QR-Code scannen, dann könnt ihr euch da das PDF runterladen und das Ganze nachlesen. Gucken wir also mal auf die Agenda, was uns heute erwartet. Zum einen natürlich, was ist der VIX-Index überhaupt? Also wie wird er berechnet? Was drückt er aus? Was kann ich denn handeln für Instrumente auf den VIX-Index? Denn der Index selbst ist eben nicht handelbar, aber eben Derivate darauf, also abgeleitete Finanzprodukte wie zum Beispiel der VIX-Future. Und dann gucken wir uns die Volatilität der Volatilität an. Klingt erstmal ein bisschen komisch, ist aber nichts anderes als die Ableitung davon, also auch sozusagen ein Derivat vom Derivat. Und ja, das kann auch interessant sein als Indikator, um zu erkennen, in welchem Zustand sich der Aktienmarkt befindet, ob wir wirklich in einem Modus extremer Panik zum Beispiel sind. Und ja, was man damit alles anstellen kann, werde ich heute noch ein bisschen näher beleuchten.
Und auch ein Produkt werden wir uns anschauen, das eben darauf basiert. Also wenn man jetzt kein Future handeln möchte, sondern eher ein kleineres Produkt handeln möchte, dann gibt es hier zum Beispiel den VXX ETN, Exchange Traded Note, also vergleichbar mit einem ETF, mit einem Fonds, nur dass es eben sich quasi um ein Zertifikat handelt. Gucken wir uns auch mal näher an, wie das eben gebildet wird. Und dann eben das Thema Hedging über Volatilität. Also wenn ich ein Aktienportfolio habe langfristig und ich befürchte schon, dass so ein Absturz kommt und ich möchte mich einfach eben kurzfristig absichern für einen gewissen Zeitraum von 2, 3 Monaten, dann sprechen wir eben darüber, wie das funktionieren kann und welche Strategiemöglichkeiten es da gibt. Ja, zu guter Letzt natürlich noch ein paar Fragen und Antworten. Also auch wie beim letzten Mal gerne wieder, wenn es passend ist, zwischenreinstellen. Ich habe hier auf meinem zweiten Bildschirm die Q&A offen. Das heißt, ich werde immer mal von Zeit zu Zeit darüber schauen, ob da noch was offen ist. Wenn es passend ist, direkt beantworten. Alles andere klären wir dann wie beim letzten Mal auch zum Abschluss. Also gucken wir mal rein. Was ist überhaupt der VIX-Index? VIX steht, wie gesagt, für Volatility Index oder Volatilitätsindex auf Deutsch und wird entsprechend von der CBOE berechnet. CBOE ist eine Derivatebörse in den USA, in Chicago, und ja, handelt hauptsächlich eben Optionen. Jetzt fragt man sich, was hat der VIX mit Optionen zu tun? Aber das liegt eben daran, dass der VIX-Index entsprechend die Angst ausdrückt. Und die Angst, die misst man eben hauptsächlich anhand der Schwankungserwartung. Da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Die sogenannte implizite Volatilität, also die Schwankungserwartung. Und die wiederum drückt sich ja im Optionspreis aus. Das heißt, je mehr Schwankung erwartet wird, desto teurer ist eine Option. Also nicht nur je länger die Laufzeit ist, sondern auch je mehr Schwankung erwartet wird, desto teurer ist sie. Und da es entsprechend Optionen auf diesen Index gibt, kann man eben da herausrechnen, wie entsprechend die Schwankungserwartung ist. Jetzt geht es hier aber um die Schwankungserwartung eines bestimmten Aktienindex, nämlich des S&P 500. Das ist also der Index, den wir hier betrachten mit dem VIX und wie groß die Schwankungserwartung eben ist für diesen Index in den nächsten 30 Tagen. Das drückt also der Volatilitätsindex VIX aus. Wie hoch ist die Schwankungserwartung für den S&P 500, also einen großen Aktienindex aus den USA mit 500 einzelnen Aktien drinnen, für die nächsten 30 Tage? Wobei diese Volatilität immer ausgedrückt ist auf ein Jahr. Das heißt, wir sehen hier also, wenn wir die Zahlen an der Skala ablesen, an der Y-Achse immer, wie hoch ist die Schwankungserwartung für diesen Aktienindex für das nächste Jahr, aber herausgerechnet aus den Optionen mit einer Restlaufzeit von 30 Tagen. Und wir sehen, dass es da durchaus extreme Schwankungen gibt. Wir haben jetzt hier mal einen Langfristchart, der zurückgeht bis ins Jahr, ja, etwa 2007. Und da sehen wir, dass es manchmal extreme hohe Levels gab, zuletzt in der Finanzkrise 2008, 2009. Und dann entsprechend während Corona zu Beginn der Pandemie 2020 waren wir auf Levels über 80 und 2008 sogar mal über 90. Und wir sehen, dass dazwischen auch immer mal wieder hohe Ausschläge waren in den Bereich über 40 oder 50. Und im Mittel sehen wir aber, dass diese grüne Linie etwa ein Level von 20 anzeigt. Das heißt, die Aktienindizes schwanken etwa um 20% nach oben oder unten. Natürlich kann es positive oder negative Jahre geben, aber wir sehen, dass die Schwankungserwartung hier sehr oft sehr steil nach oben steigt, aber auch sehr schnell entsprechend wieder absinkt, wenn sich das Ganze wieder beruhigt. Es ist aber nicht so, dass wir immer eine konstante Schwankungserwartung haben, sondern dass sie sich von Zeit zu Zeit entsprechend immer mal wieder ändern kann, je nachdem, in welcher Verfassung der Markt ist und wie entsprechend die Marktteilnehmer gerade eingestellt sind. Sind sie also eher ängstlich oder sind sie eher gierig? Wir sehen, dass im Jahr 2020 insbesondere die Angst sehr schnell angestiegen ist, weil zu Beginn der Pandemie natürlich niemand wusste, wie es weitergehen wird und was diese Lockdowns alles zur Folge haben werden, wann das wieder endet. Aber wir sehen auch, wie schnell das wieder runterging. Noch bevor das Jahr 2020 eben endete, haben wir uns schon wieder dem Level von 20 hier angenähert. Es gab Jahre, in denen hatten wir sehr niedrige Volatilitätslevels, wie zum Beispiel 2017. Da sahen wir extreme Tiefstände, sogar von teilweise unter 10% Schwankungserwartung. Das ist natürlich extrem niedrig. Direkt gefolgt vom Februar 2018, wo wir das sogenannte Volmageddon hatten, also sozusagen ein Armageddon der Volatilität, wo entsprechend plötzlich die Märkte nicht mehr nur am Steigen waren, so wie es jetzt die letzten 2 Jahre eben der Fall war, sondern entsprechend auch mal wieder fallen konnten. Und das hat entsprechend hier ja, Kurskapriolen ausgelöst, hauptsächlich in Volatilitätsprodukten, weil viele Marktteilnehmer davon ausgingen, dass man ja entsprechend risikofreie Gewinne machen könnte, wenn man langfristig eben die Volatilität shortet. Wir werden uns auch mal noch anschauen, was das zur Folge haben kann, auf einer späteren Folie. Nur, dass ihr es schon mal wisst, das bezieht sich hier mal hauptsächlich auf den Zeitraum 2017, 18,
wo entsprechend dieses Event, das sogenannte Wolmageddon, stattgefunden hat und wir kurzfristig relativ schnell eine Panik aufgebaut haben und die Schwankungserwartungen durch die Decke schossen. Ja, wie schon gesagt, 20% bzw. ein Wert von 20 ist in etwa die Schwankungserwartung hier im Mittel. Es gibt aber eben Phasen, wo wir sehr stark darüber sind oder auch sehr stark darunter sind. Die letzten 2 Jahre waren wir die meiste Zeit darüber. Wir hatten jetzt in letzter Zeit durchaus mal Phasen, in denen wir auch kurzfristig darunter waren. Aber seit der Aktienmarkt jetzt in einen Bärenmarkt gewechselt ist, sind wir eigentlich fast wieder konstant über dem 20er-Level und aktuell sogar wieder über dem 30er-Level. Was ist die Volatilität? Ja, die Volatilität ist, wie schon erwähnt, die Schwankung. Und der Volatilitätsindex drückt eben diese Schwankung, wie gesagt, für die nächsten 30 Tage aus, aber ist selbst halt nicht handelbar. Das ist ganz wichtig, denn wie jeder Aktienindex eigentlich auch, ist ein Index niemals handelbar. Er ist lediglich ein Ausdruck seiner Komponenten. Im Sinne von Aktienindex beinhaltet also den durchschnittlichen Wert aller einzelnen Aktientitel. Und der VIX wiederum beinhaltet entsprechend den Wert der Volatilität, entsprechend herausgerechnet aus diesen 30 Tage laufenden Optionen auf den S&P 500. Die gibt es natürlich nicht immer exakt. Das heißt, das muss manchmal eben auch errechnet werden, der tatsächliche Wert, weil manchmal die Optionen eben nur noch 27, 28 Tage Restlaufzeit haben oder eben 32, 33 Tage Restlaufzeit. Dann kann trotzdem hier ein Wert entsprechend errechnet werden anhand der entsprechenden Fälligkeiten, die wir eben haben, sodass dann immer ein Wert für exakt 30 Tage Restlaufzeit eben vorhanden ist. Handelbar an sich ist der Index, wie gesagt, nicht, aber es gibt Produkte, die auf diesem Index basieren, die eben handelbar sind. Das sind zum einen der CBOE Volatility Index Future, VX abgekürzt. In manchen Plattformen, wie jetzt zum Beispiel bei der Trader Workstation von FXFlat, kann man trotzdem VIX eingeben, also VEX, und dann kriegt man so eine Auswahlpalette, wo entsprechend auch die VIX Futures aufgelistet sind. Oder man gibt direkt VXM ein für den Mini Future auf den VIX. Also auch der ist dann handelbar, hat dann ein bisschen eine kleinere Kontraktgröße, kleineren Kontraktmultiplikator. Beim großen VIX-Future sind das nämlich 1000 und beim Mini-Future sind das 100. Also da ist das Ganze ein wenig kleiner. Was wird da geliefert, fragt man sich jetzt. Ja, hier ist keine physische Lieferung vorhanden. Was soll da auch geliefert werden? Die Volatilität kann man nicht liefern. Das heißt, hier ist ein Cash-Settlement vorgesehen. Das heißt, es wird ein entsprechender Betrag in US-Dollar entsprechend am Laufzeitende abgerechnet und entsprechend ausgetauscht bzw. eben einfach ja, festgestellt durch das letzte Settlement, wenn dieser Future entsprechend ausläuft und damit endet entsprechend die Laufzeit dieses Futures. Da wird also kein physisches Produkt geliefert, weil da ja nichts anderes zugrunde liegt als die Volatilität eines Index, der also nur einen Wert eben ausdrückt und nichts anderes. Aber trotzdem sind eben Future-Produkte handelbar, die eben auf diesen Index basieren. Gucken wir uns nochmal den Index an im Verhältnis zu dem Verlauf des S&P 500, hier eben ausgedrückt anhand des ES Futures. Also sehen wir auch hier mal langfristig, was passiert ist. 2008 sehen wir nochmal, wie der Zusammenbruch sozusagen des Marktes war und wie extrem die Volatilität hier dann angezogen hat. Wir sehen auch die ganzen kleineren Krisen, wie zum Beispiel die Euro-Krise 2010, 2011, die sich hier manifestierte in kleineren Rückläufen im Aktienmarkt. Haben wir natürlich nicht so stark gemerkt in den USA, aber natürlich hat auch das eben Auswirkungen gehabt. Und da sehen wir eben auch hier, wie die Volatilität eben kurzfristig mal angezogen ist, aber dann eben auch meistens zum Ende des Jahres wieder zurückgekommen ist, wenn sich eben die Aktienmärkte auch wieder beruhigt hatten und wieder Tritt gefasst hatten. Besonders stark sehen wir es natürlich 2020, ja, da hatten wir einen extremen Einbruch am Aktienmarkt und dementsprechend auch einen extremen Verlauf bei der Volatilität, also extreme Levels, wenn wir so wollen. Der Ausschlag hier war natürlich mehr als eine Verfünffachung in der Spitze, sodass wir hier natürlich auch einen extremen Zuwachs an Volatilität hatten. Es geht ja nicht immer nur um den Wert, den ich vorhin gezeigt habe, sondern eben auch mal um die prozentuale Veränderung. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel mal absichern will mit einem solchen Volatilitätsprodukt wie dem VIX Future oder VIX Optionen, dann ist es natürlich auch relevant, wie viel Prozent die entsprechend sich entwickeln können. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ich die Volatilität eben verkaufe oder shorte, dann kann das natürlich auch schnell gegen mich ausschlagen, wenn die Panik eben nicht so schnell abebbt und weiter steigt. Denn rein theoretisch gibt es ja hier keine Grenze nach oben. Die Volatilität, die Angst kann ja unbegrenzt steigen. Dem ist ja kein Deckel hier oben drauf gesetzt. Natürlich wird es irgendwann irrational, aber wir wissen, wie das ist. Die Märkte sind einfach manchmal irrational. Das Gleiche haben wir auch schon mit GameStop erlebt. Auch da hat sich jeder gefragt, wie kann das sein, dass so eine Aktie plötzlich 500 Dollar wert ist, wo die noch vor ein paar Wochen nur 5 Dollar wert war.
und trotzdem ist es passiert, einfach weil eben ausreichend Leute darauf spekuliert haben. Und so kann das eben auch mit dem Volatilitätsindex in der Theorie passieren, dass eben die Schwankungserwartung unermesslich hoch steigt. Aber wir sehen schon, Krise 2008, Krise 2020, die Höchststände waren eben irgendwo zwischen 80 und 90 vom VIX-Index, heißt eben entsprechend von unserem Normalwert, ja, der eben so um die 20 war, ist das entsprechend eine fast Verfünffachung in der Spitze, die wir eben hier hatten. Und da sehen wir entsprechend, aktuell sind wir wieder auf hohen Levels, heißt aber nicht, dass das nicht noch höhere Levels entsprechend werden könnten, wenn sich das Ganze eben am Aktienmarkt weiter ausweitet mit dem Verfall der Kurse. Ja, werfen wir einen Blick auf die VIX-Strukturkurve, also hier eben entsprechend mal die verschiedenen Future-Fälligkeiten aneinandergereiht. Da gibt es ein kostenfreies Tool auf VIX Central, das würde ich jetzt gerne mal gemeinsam anschauen und da gucken wir uns einfach mal an, wie zum Beispiel mal 2008 das Ganze ausgesehen hat. Ich werde es mal hier einblenden. Die Webseite kann jeder kostenfrei aufrufen, vixcentral.com. Und dann kann man sich hier entweder die aktuellen Monate anschauen. Also wenn man auf diesem Reiter ist, dann sehen wir zum einen hier anhand dieser gestrichelten Linie den VIX-Index ausgedrückt. Also wo ist der aktuelle Wert? Ja, wie sind jetzt aktuell die 30 Tage laufenden Optionen auf den S&P 500 gepreist? Was ist da für eine Schwankungserwartung eingepreist? Entsprechend hier ein Level von 32,85 derzeit. Und wie preisen die Futures? Also was wird für die Zukunft erwartet? Welche Schwankungserwartung? Denn ein Future, wie der Name schon sagt, handelt eben die Zukunft, wird eben fällig zu einem gewissen Zeitpunkt in der Zukunft, also entweder im Oktober, November, Dezember oder im nächsten Jahr. Und da sehen wir entsprechend schon, dass hier die Schwankungserwartung wieder leicht fällt, aber wir trotzdem auf hohen Levels sind. Also bis ins nächste Jahr hinein haben wir immer noch Levels von um die 30, was natürlich laut Definition entsprechend einem erhöhten Schwankungsniveau entspricht, wenn wir eben im Mittel eher bei 20 sind vom Wert her. Aber dass es trotzdem extremere Werte gibt, möchte ich jetzt mal zeigen, wenn wir in die historischen Preise gehen. Und das ist das Schöne hier. Man kann auch jede Phase wieder zurückspulen und kann einfach mal so ein bisschen eine kleine Zeitreise machen und schauen, wo waren denn die historischen Preise der Volatilität, der VIX Futures hier in dem Fall. Und können uns mal anschauen, wie zum Beispiel ja, zur Hochphase der Finanzkrise 2008 waren, als gerade Lehman Brothers die Pleite erklärt hatte, Ende September und dann im Oktober es so richtig zur Sache ging und die Aktienmärkte nach unten krachten. Und da sehen wir schon relativ gut, wie sich das Ganze zeigt, nämlich anhand einer sogenannten Backwardation. Das heißt, der nächstfällige Future hat einen relativ hohen Preis, einen hohen Wert, in dem Fall hier von über 63. Also da sehen wir schon die Panik, die im Markt war. Das waren lediglich noch 5 Tage bis zum Verfall, also fast ein ähnlicher Wert wie der VIX-Index, wobei der zu dem Zeitpunkt teilweise noch höher stand. Wir haben ja gesehen, in der Spitze war der bei Levels an die 90, der VIX-Index selbst. Aber die Futures folgen natürlich auch in gewisser Weise dem Index, wobei wir auch hier sehen, dass eben für die nächsten Monate eben deutlich niedrigere Levels erwartet worden sind. Aber auch hier sehen wir, dass diese Preise eben erhöht sind, über dem Normalmaß. Also die Marktteilnehmer sind in so einer Panik eben darauf gefasst, dass diese Panik und die Schwankungserwartung durchaus für eine längere Zeit eben hoch bleiben kann, wie wir eben hier sehen, aber dass eben die Panik häufig in den kurzen Laufzeiten eben reingeht, weil sich eben häufig mit kurzfristigen Fälligkeiten abgesichert wird, wie wir hier entsprechend sehr gut sehen. Die kürzer laufenden Futures, die steigen stärker an als die länger laufenden Futures. Langfristig sollte sich alles wieder beruhigen, langfristig sollte der Aktienmarkt wieder steigen. Insofern sind die Schwankungserwartungen für die kürzeren Laufzeiten meistens höher und dann rutschen wir entsprechend hier in eine solche Backwardation. Die Normalsituation ist eben eine Contango, bei der entsprechend ja die aktuelle Volatilität und die nächstfälligen Future-Preise eben niedriger sind als die später fälligen Future-Preise, weil ja je länger die Absicherung, desto teurer ist sie in der Regel. Man weiß ja nie, was passiert. Irgendwann wird die nächste Krise schon kommen. Das heißt, klassischerweise befinden wir uns in einer Contango-Situation, wo die nächstfälligen Futures auf den VIX entsprechend teurer sind, aber in Ausnahmesituationen sehen wir eben sehr gut, dass die Strukturkurve hier, also wenn wir die Fälligkeiten verbinden, eher flach wird, beziehungsweise dann eben sehr stark ansteigt und wenn wir hier mal eine Ableitung sozusagen drunter legen, also eine gerade Linie eben drunter legen unter diese Kurve, dann sehen wir, dass die eben fallend ist, also dass wir hier eben in einer Backwardation sind. Das ist ganz klassisch für Extremszenarien, für extreme Angstszenarien am Markt, da befinden wir uns dann in einer Backwardation. Und das können wir eben auch tatsächlich für uns nutzen, wie ich gleich zeigen werde. Gehen wir also nochmal zum aktuellen Level. Da sehen wir schon, da befinden wir uns derzeit eben auch in einer Backwardation. Ja, die hat da zwischendrin zwar nochmal so einen kleinen Knick mit einer kleinen Contango, aber
über die meisten Fälligkeiten gesehen, sind wir hier entsprechend in einer Backwardation. Heißt also entsprechend, wir sehen es auch, aktuelles VIX-Level ist klar über den Future-Preisen und das zeigt eben schon, in welchem Angstmarkt wir uns eben aktuell befinden. Nicht nur, dass das Level über 30 liegt, sondern eben auch, dass es eben stark erhöht ist, wie wir eben hier anhand der Terminstrukturkurve sehr gut sehen können. Ja, das dazu kann man eben jederzeit anschauen, wird auch täglich aktualisiert, beziehungsweise mehrmals täglich. Also da hat man auch Intraday-Updates und das Ganze ist eben kostenfrei möglich auf wixcentral.com. Interessant ist jetzt auch die Ableitung anzuschauen. Ich habe es eben schon angesprochen. Man kann also hier sozusagen schauen, wie stark die Terminstrukturkurve steigt oder fällt. Hier in dem Fall wollen wir jetzt einfach mal wissen, was ist denn entsprechend sozusagen die Geschwindigkeit, mit der entsprechend die Volatilität zu- oder abnimmt. Und das ist entsprechend der VVIX, denn der VVIX ist ein Index, der berechnet sich aus den Optionspreisen auf den VIX-Index. Das heißt, wir haben sozusagen nochmal ein Derivat auf ein Derivat, weil der VIX-Index ist sozusagen der Ausdruck dessen, was entsprechend an Volatilität, an Schwankungserwartung ist, in den S&P 500 Optionen enthalten ist. Und der VVIX nimmt jetzt nochmal entsprechend die Option auf den VIX und daraus wird wiederum die Volatilität genommen. Das heißt, der VVIX drückt entsprechend aus, wie groß ist die erwartete Schwankungsbreite des VIX, also des Volatilitätsindex. Das heißt, wie schnell erwarten die Marktteilnehmer, dass sich die Volatilitätserwartungen verändern. Das ist auch ganz interessant, klingt erstmal kompliziert, heißt aber nichts anderes, wie jetzt sind wir bei Levels von um die 33, wie schnell erwartet der Markt, dass die Levels wieder sinken oder weiter steigen. Oder dass wir eher um diesen Wert von 30, 33 eben schwanken werden. Das drückt eben der VVIX aus, also die erwartete Schwankungsbreite des Volatilitätsindex, des VIX-Index. Ja, die Volatilität der Volatilität entsprechend, also die Schwankungserwartung der Volatilität auf den S&P 500. Und das gibt eben der VVIX an, wie schnell sich der VIX entsprechend ändern, beziehungsweise ändern sollte. Es ist ja nur ein Erwartungswert, es ist ja nicht der tatsächliche Wert, mit dem es sich ändern. Also wir schauen nicht historisch auf die Schwankungsänderung, sondern wir schauen auch hier in die Zukunft. Also die Schwankungserwartung, das ist das, was in den Optionen eingepreist ist. Immer die implizite Volatilität, die Schwankungserwartung für die nächsten 30 Tage, aber als Wert ausgedrückt für ein Jahr, damit das Ganze eben auch immer vergleichbar ist, drücken wir das Ganze immer als Wert, als Schwankungserwartungswert für ein Jahr entsprechend aus. Also gucken wir uns das mal an, der VVIX, der notiert auf deutlich höheren Levels, als es der VIX tut, nämlich in der Regel zwischen ja, 70, 80 und teilweise auch über 100. Wir sehen das jetzt mal hier historisch bis etwa 2012 zurück. Da sehen wir also, dass wir durchaus niedrigere Jahre hatten, wie jetzt mal 2017, wo nicht nur der VIX auf historisch niedrigen Ständen war von unter 10, sondern auch der VVIX. Also da wurde tatsächlich auch kein starker und schneller Anstieg erwartet des VIX, obwohl wir eben so tief waren, würde ja jeder sagen, naja, eigentlich ist es zu niedrig, das muss ja irgendwann wieder ansteigen, weil die nächste Krise kommt irgendwann, sicherlich. Aber wir sehen, dass da zu manchen Zeitpunkten entsprechend der VVIX auf lediglich 75, 80 war, also relativ niedrig als Schwankungsänderung, die hier erwartet worden ist. Das Ganze änderte sich eben 2018, da sehen wir ja, das wollen wir gathern wieder erneut, und da war der VVIX auf ja, historischen Höchstleveln von über 200. Das heißt, da wurde eine extreme Schwankungsänderung eben erwartet. Zum einen, weil wir natürlich hier wieder auf Hochs gegangen sind, die extrem waren im Bereich 50, 60 beim VIX. Und zum anderen, weil natürlich auch erwartet wird, wenn wir auf so hohen Levels sind, dass sich diese extreme Schwankungserwartung auch wieder abbauen wird. Das heißt, dass wir eben wieder runtersinken. Und deshalb sehen wir, wenn der VVIX auf sehr hohen Levels ist, ja, im Mittel sind wir irgendwo zwischen 80 und 90, sehen wir hier anhand dieser grünen Linie. Aber wenn wir so extreme Levels haben, dann kommen wir meist auch wieder relativ schnell runter. Das heißt, das hält sich nicht lange da oben. Und diese große Schwankungserwartungsänderung, die bricht einfach wieder zusammen. Und das zeigt dann auch, dass der Markt sich meistens beruhigt. Nicht nur der VVIX fällt ja dann, sondern meistens auch der VIX fällt wieder in sich zusammen. Und deshalb können wir davon sprechen, dass wenn wir über einem Level von 140 sind, dass wir dann so ein sogenanntes Paniklevel erreicht haben. Also wir sehen sehr häufig, in die Region 110, 120 kommen wir durchaus mal, aber 130 oder 140 sind schon eher selten. Das heißt, das sind dann schon Extrema, die wir hier haben und die eben anzeigen, dass wir ein gewisses Paniklevel an der Börse erreicht haben. Es ist kein perfekter Indikator, um einen Tiefpunkt an der Börse anzuzeigen, also das definitiv nicht. Aber wir sehen, wenn wir auf oder über 140 sind und uns wieder wegbewegen von diesem Level, dass es eben sehr wahrscheinlich ist, wenn wir eben wieder runterfallen unter die 140,
dass dann entsprechend tatsächlich der Hochpunkt der Panik sehr wahrscheinlich erreicht war und dass es eben vielleicht auch ein guter Zeitpunkt sein kann, um eben jetzt damit zu beginnen, wieder Aktien einzukaufen oder zumindest Hedging, also Absicherungspositionen aufzulösen. Und deshalb sprechen wir so häufig vom sogenannten VVIX-Paniklevel, eben der Marke von 140 in diesem Index, der eben die Änderungserwartung der Schwankung für den VIX angibt. Ja, was tun wir jetzt, wenn wir da in Paniklevel eben sind? Zum Beispiel Short Puts auf Aktien schreiben. Klar, ich könnte einfach hergehen und Aktien kaufen. Das heißt ja aber nicht, dass wir am Tiefpunkt sind. Also die Aktien können dann auch noch weiter fallen. Ein Langfristinvestor würde das jetzt nicht stören. Der würde sagen, ist mir egal. Ich möchte ja trotzdem die Aktien langfristig halten. Ich habe zumindest einen Zeitpunkt, wo ich relativ günstig einkaufe, weil die Panik relativ hoch ist. Aber der Optionshändler wiederum, der sagt ja, naja, wenn die Panik hoch ist, ist das ja super, weil dann kriege ich schöne Prämien. Hohe Panik bedeutet ja auch hohe Optionsprämien, weil eben hohe Schwankungserwartungen da sind. Also wenn der VIX eben auf Levels über 40 oder 50 ist, können wir davon ausgehen, dass wir auch bei Einzelaktien entsprechend relativ hohe Prämien bekommen, weil da eben hohe Schwankungserwartungen vorhanden sein werden. Und wer jetzt sich mal umschaut, der wird sehen, dass wir hier auf Einzelaktien auch sehr, sehr hohe implizite Volatilitäten haben, weil keiner weiß, wie es weitergeht. Könnte weiter abstürzen, könnte aber auch komplett drehen und ein Schnäppchen jetzt eben sein. Und deshalb sehen wir bei den Optionen generell eben relativ hohe Prämien. Das ist meistens auch der Nachteil, wenn man eben versucht, jetzt am Tiefpunkt oder am vermeintlichen Tiefpunkt Call-Optionen zu kaufen. Man bezahlt eben relativ viel Prämie, weil natürlich viel Schwankungserwartung vorhanden ist. Das Gegenteil, was wir machen können, ist einfach Short Puts zu verkaufen, also Puts zu verkaufen und damit eine Short-Put-Position einzunehmen. Das heißt, wir realisieren die hohe Prämie. Wir partizipieren zwar nicht daran, wenn die Aktie übermäßig steigt, aber es macht uns auch nicht viel aus, wenn die Aktien einfach seitwärts laufen oder nochmal leicht weiterfallen, also wenn wir nicht tatsächlich den Boden erreicht haben. Das heißt, es gibt uns ein bisschen mehr Puffer und trotzdem haben wir eine sehr attraktive Prämie eben bekommen. Und entweder wir machen das tatsächlich auf Einzelaktien, ja, wenn der VVX zum Beispiel auf über 140 eben steigt und damit eben markante, sehr wahrscheinliche Tiefpunkte im S&P 500 anzeigt. Oder wir machen es mit Dingen, die eben sich direkt auf den Index beziehen. Zum Beispiel ein Shortput auf den ES, also entsprechend den Future des S&P 500 oder auf ein ETF wie den Spider, SPY, also einer der liquidesten ETFs, ja, eigentlich bekannt von jedem Händler, der sich eben auch auf den S&P 500 bezieht. Auch darauf gibt es eben Optionen. Und das Ganze kann man dann eben sehr gut auch im kleineren Maßstab machen, ohne ein Riesenkonto zu benötigen, was natürlich bei Future-Optionen eben meistens der Fall ist, dass man da ein bisschen mehr Margin-Anforderungen hat, als wenn man das Ganze jetzt eben auf eine ETF-Option macht. Ja, natürlich kann man auch weggehen vom Aktienmarkt und kann einfach direkt auf den Index was machen. Also wie gesagt, nicht den Index selbst, aber zumindest entsprechend mit den Optionen auf den Index. Also zum Beispiel Short Calls, weil wir ja wissen, dass der VIX-Index entsprechend nicht unermesslich hoch steigen wird, beziehungsweise sich zumindest die Levels nicht unendlich lange halten werden, können wir eben Short Calls auf den VIX-Index schreiben, also entsprechend Calls verkaufen. Das Risiko ist natürlich immer, dass wir trotzdem noch höhere Levels erreichen. Also ich mache das tendenziell immer gerne, wenn wir Levels um 50, 60 erreichen. Wie wir aber gesehen haben, in Finanzkrisen oder während der Corona-Krise waren wir auf Levels von 80, 90. Also der VIX kann noch höher steigen und theoretisch kann in der nächsten Krise auch über 100 gehen. Es gibt keinen Deckel nach oben. Deshalb muss man manchmal vorsichtig sein und es empfiehlt sich dann entsprechend keine ungedeckten Calls zu verkaufen, sondern lieber nochmal eine darüber liegende Call-Option zu erwerben, um einfach sein Maximalrisiko hier zu deckeln nach oben, falls wir da entsprechend doch durchlaufen sollten. Trotzdem kann man dann das Ganze auch ein bisschen einfacher aussitzen und eben abwarten, bis sich die Sache zumindest etwas beruhigt hat und wir wieder unter diesen hohen Levels entsprechend stehen. Und da kann man auch attraktive Prämien entsprechend mitnehmen. Ja, mit dem VXX geht das Ganze auch. Der VXX ist sozusagen eine Exchange-Traded Note, also eine Art ETF, wenn man so möchte, die aber kein Sondervermögen ist, auf den VIX-Index, nur dass da entsprechend die Futures gehandelt werden. Wir schauen uns das ganze Produkt gleich noch ein bisschen näher an. Wichtig ist halt immer, dass man ein gewisses Risiko- und Money-Management hat. Das heißt, auch wenn man weiß, was heißt weiß, in der Regel ich nehme gerade mal einen Schluck Wasser. In der Regel war es jetzt natürlich bisher immer so in der Vergangenheit, dass der VIX natürlich relativ schnell wieder runterkam. Das heißt aber nichts. Wir sehen ja jetzt auch die letzten 2 Jahre, haben wir uns konstant über 20 gehalten. Auch das ist ja sehr ungewöhnlich gewesen bisher. Das heißt also auch, dass der VIX natürlich in der Zukunft trotzdem auch mal Levels über 100 erreichen kann, auch wenn er da bisher noch nie war. Und deshalb ist es entscheidend, ein Risiko- und Money-Management zu haben. Das heißt, selbst wenn man weiß, dass in der Vergangenheit bisher immer der VIX relativ schnell wieder zurückgekommen ist, muss das nicht bedeuten, dass es das in der Zukunft auch passiert. Und darum, um kein
ungedecktes Risiko zu haben, sollte man hier eben dann besser eben Absicherungen fahren, in dem Sinne, dass man entsprechend Bear-Call-Spreads baut. Also man verkauft einen Call und kauft einen höher liegenden Call darüber, um sein Risiko entsprechend nochmal etwas zu reduzieren. Das gleiche kann ich auch mit den Short-Puts auf den ES oder SPY machen, indem ich hier eben Bull-Put-Spreads baue. Also ich verkaufe einen Put und kaufe nochmal einen darunterliegenden Put entsprechend, um mich nochmal abzusichern, falls wir eben doch noch nicht den Tiefpunkt erreicht haben. Das hält einfach die Schwankung der Position und die Schwankung meines Portfoliowerts entsprechend etwas im Zaum. Natürlich gibt es dann auch weniger Prämie, aber man muss sich einfach entscheiden, was man möchte. Eben hohes Risiko und hohe Gewinne oder entsprechend ein bisschen weniger Risiko, aber trotzdem immer noch netto eine attraktive Prämieneinnahme und dafür eben auch ein maximales Risikolevel, das man sich hier direkt definiert hat mit so einem Spread. Ja, schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen näher den VXX ETN an, diese Exchange Traded Note, von der ich eben gesprochen habe. Diese wird eben so gebildet, weil man den VIX Future selbst, den VIX Index selbst ja nicht handeln kann, indem hier eben die Futures gehandelt werden. Die Futures basieren ja eben auf den erwarteten zukünftigen Werten des VIX Index. Das heißt, in der Regel befinden wir uns hier in so einer Contango-Situation. Hier sehen wir es noch mal ausgedrückt in diesem Diagramm mit den einzelnen Punkten. Haben wir vorhin bei VIX Central gesehen, wo die Punkte ja eben verbunden waren. Das sind also die Preise, die eben für die VIX Futures gelten mit einer Fälligkeit in der Zukunft. Und hier wird eben mit dem VXX ETN entsprechend immer eine durchschnittliche Laufzeit von etwa 30 Tagen versucht abzubilden. Das heißt, man hat eine gewisse Anzahl von Futures in dem Frontkontrakt, ja, der demnächst fällig ist. Es kann ja aber sein, dass der mal eine kürzere Laufzeit hat als 30 Tage. Und dann werden entsprechend diese Futures wieder veräußert und der nächstfällige Future wird gekauft. Das ist so ein rollierender Prozess. Also es ist nicht ein Tag, wo jetzt plötzlich alle Front-Futures verkauft werden und in den nächsten Future gerollt wird, nennt man das den Vorgang, sondern das ist ein Prozess, wo eben immer wieder tagtäglich stattfindet. Das ist nämlich ein relativ großer ETN und der macht das eben rollierend immer mal wieder. Jeden Tag, jeden zweiten Tag werden immer mal wieder ein paar Futures vom Frontkontrakt veräußert und der nächstfällige, sozusagen der aktuell noch zweitnächste Future, der wird darum wieder gekauft und so hat man im Mittel entsprechend immer hier eine Laufzeit von etwa 30 Tagen, die abgebildet werden kann, um eben auch annähernd sozusagen den VIX-Index abzubilden, wobei wir wissen, naja, die Futures notieren halt meistens in der Normalsituation in Contango und damit oberhalb des VIX-Index. Man bezahlt also sozusagen ein bisschen mehr. Und das Problem ist eben, durch diesen Rolleffekt verliert man langfristig halt auch immer was. Also natürlich kann ich jetzt einfach den VXX ETN kaufen und eben darauf spekulieren, ah, jetzt wird es den nächsten Ausbruch geben hier an Volatilität und an Panik. Aber wenn ich das langfristig tue, verliere ich leider immer wieder Geld, weil entsprechend hier die Schwankungserwartung natürlich in der Zukunft jetzt vielleicht höher ist. Aber das ist ja schon eingepreist, weil die Future-Preise eben höher sind. Und durch diesen Rolleffekt, ja, dieses ständige Veräußern des Frontkontrakts und Kaufen des nächstfälligen Kontrakts, und das setzt sich ja immer mal wieder fort, weil ja diese Futures eben nur eine begrenzte Laufzeit haben, die irgendwann abläuft, verliere ich einfach Geld. Man nennt das Ganze zwar Rollverlust in so einer Contango-Situation, es ist aber kein unmittelbarer Verlust, der hier entsteht, sondern es ist vielmehr ein Verlust an Partizipationsrate, muss man sagen. Das heißt, weil ich ja mal ein Extrembeispiel gemacht, ja, wenn der Frontkontrakt jetzt bei 10 stünde, ja, also der Future kostet 10 und der nächstfällige Future kostet 20, also wäre doppelt so teuer, dann würde das bedeuten, wenn ich jetzt alle Futures vom Frontkontrakt für 10 verkaufe und den nächstfälligen für 20 kaufen muss, dass ich nur noch halb so viele Futures bekomme. Und das zeigt eben einfach, ja, es ist noch derselbe Basiswert, es ist noch der VIX Future, aber ich habe nur noch halb so viele Kontrakte und das bedeutet eben dieser Verlust an Partizipationsrate, weil wenn jetzt der VIX eben anzieht oder die VIX-Future-Preise anziehen, habe ich halt nur noch halb so viele. Dieser Effekt ist natürlich nicht immer so stark wie jetzt in meinem Extrembeispiel hier, aber das zeigt sehr gut diesen Rollverlust über die Zeit, ja, den ich eben erleide, im Sinne von eines Partizipationsverlustes, weil ich immer weniger Kontrakte habe, die eben an dem VIX noch partizipieren, an der Entwicklung der Volatilität. Andersrum ist es zum Beispiel in der Backwardation, in der Situation wie jetzt, ja, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich glaube, dass der Index noch weiter steigen wird, dass die Volatilität eben anzieht, dann macht man eben Rollgewinne. Warum? Naja, wir haben ja vorhin gesehen bei VIX Central in so einer Extremsituation wie 2008 oder auch aktuell sind die nächstfälligen Futures teurer gepreist als die dahinterliegenden Futures. Das heißt, ich bekomme ja, wenn ich den verkaufe, mehr Geld, als ich bezahlen muss, für den nächstfälligen Future und das führt dazu, dass ich eben mehr Kontrakte mir leisten kann
und erhöht eben die Partizipationsrate. Dementsprechend spricht man hier von Rollgewinnen. Es sind eben, wie gesagt, keine unmittelbaren Verluste oder Gewinne, sondern es sind eben Gewinne oder Verluste an Partizipation an diesem Index beziehungsweise an den Futures hier. Aber das sollte man immer im Hinterkopf behalten, bevor man entsprechend sagt, ja, also VXX, super Produkt, kann ich auch langfristig entsprechend handeln und langfristig long oder short gehen, weil diese Effekte spielen sich eben natürlich eben gerade langfristig sehr, sehr stark aus. Deshalb, bevor wir also dahin gehen, sollte man das immer im Hinterkopf behalten, bevor man auf die Idee kommt, zum Beispiel den VXX dauerhaft zu shorten, also leer zu verkaufen, weil was passiert mit dem? Aufgrund eben dieses Effekts, den ich eben beschrieben habe, weil wir uns die meiste Zeit natürlich in aufwärtsgerichteten Aktienmärkten befinden, wo wenig oder keine Panik vorhanden ist, bedeutet das, dass wir die meiste Zeit uns in einer Contango-Situation befinden, in einer Normalsituation, wo die Futures, wenn die Fälligkeiten später sind, eben teurer sind. Und das führt zu diesem dauerhaften Rollverlust. Und das führt eben dazu, dass man hier, wie man sieht, von 2009 bis heute entsprechend einen starken Wertverfall hat. Ja, das liegt natürlich jetzt zum einen an der Skalierung, die eben entsprechend jetzt hier nicht logarithmisch ist, dass das hier extrem aussieht, dass man hier dann nur noch sozusagen eine Linie sieht, die anzeigt, dass der Patient gestorben ist. Aber es zeigt auch sehr gut den Effekt, ja, weil entsprechend dieses Produkt immer wertloser wird mit der Zeit, abgesehen von ein paar kleinen Peaks, die wir hier sehen, 2010, 2011, wie gesagt, Euro-Finanzkrise, da steigt ja die Volatilität auch mal wieder an und wir rutschen in eine Backwardation, plötzlich macht das Produkt zum Beispiel Rollgewinne und natürlich, weil die Futures anziehen in ihrem Wert, dann steigt natürlich auch der VXX im Wert an. Aber ganz langfristig gesehen sehen wir einfach, dieses Produkt tendiert sozusagen gegen Null und deshalb macht es immer sogenannte Reverse-Splits, also Zusammenlegungen von diesen einzelnen VXX-Papieren, um dann entsprechend den Wert auch wieder zu erhöhen, um das Ding überhaupt handelbar zu machen, damit es nicht bei nur ein paar wenigen Cent notiert. Aber ein paar Schlaumeier kamen natürlich auf die Idee, um zu sagen, ja, 2017, die Volatilität ist super niedrig, der Aktienmarkt steigt und steigt, also mache ich doch sozusagen einen Dauershort. Ich shorte einfach den VXX und dann wird es schon gut gehen, weil das Ding fällt ja langfristig immer nur. Ist ja egal, ob die Volatilität zwischendrin mal anzieht. Ich kann das also aussitzen. Naja, und 2018 wurden sie eben eines Besseren belehrt. Man sieht das hier zwar nicht mehr an dem Preis selbst, aber man sieht es am Ausschlag des Handelsvolumens. Man sieht hier extreme rote und grüne Balken, die da unterhalb des Preischarts sind, die eben das Handelsvolumen anzeigen. Man sieht, wie viel da gehandelt worden ist im Jahr 2018, im Februar, an diesem Zeitpunkt des Volmageddons, weil da entsprechend sehr, sehr viele Positionen plötzlich aufgelöst worden sind, insbesondere solche Dauershorts, weil man natürlich immer mit bedenken muss, dass man hier auch ein Produkt hat, das viel auf Margin-Basis gehandelt wird, also mit Hebeleffekt. Und wer entsprechend das nicht aushält, wenn sich das Produkt verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, ja, der muss natürlich dann entsprechend die Liquidation des Brokers fürchten und führt natürlich dann zwangsläufig mit dazu, dass Nachfrage erzeugt wird, weil ein Einkauf eines Leerverkaufs, also eine Eindeckung eines Leerverkaufs, führt zu erneuter Nachfrage nach dem Produkt und damit eben auch zu steigenden Preisen des VXX. Das heißt, ja, langfristig sieht alles toll aus, man kann es super aushalten, wenn man rechtzeitig eingestiegen ist, zu einem guten Preis, also wenn der VIX eben hoch war zum Beispiel, dann das Ding shortet und einfach sagt, ich halte das jetzt endlos lange. Aber das muss eben nicht gut gehen, weil es kann trotzdem sein, dass inzwischenzeitlich diese schnellen und starken Anstiege des VIX entsprechend dazu führen, dass man selbst in den Margin Call gerät. Deshalb ganz wichtig, wenn man den VXX auch mal shortet, immer das in kleinen Positionsgrößen zu tun. Nicht zu groß reingehen, weil wir wissen niemals, wo die Hochpunkte des Volatilitätsindex sind. Und deshalb sollte man immer entsprechend darauf achten, die Position nicht zu groß werden zu lassen und nicht zu einem Risiko fürs Depot werden zu lassen. Barclays hatte ja im März 2022 den VXX insoweit eingestellt, dass er sich nicht mehr an den VIX Futures orientiert. Dann gab es im September ein Announcement. Ist jetzt wieder alles beim Alten, fragt der Konstantin. Ja, tatsächlich wurde das ein bisschen geändert. Die Partizipationsrate hat man hier ein bisschen abgeändert. Ich möchte jetzt nicht zu tief einsteigen. Das könnte man als eigenes Webinar nochmal bringen. Also es stimmt schon, dass sich hier ein wenig was geändert hat im Sinne von, wie das Ganze abgebildet und berechnet wird. Aber zur Erklärung, wie das funktioniert, ist es grundlegend immer noch gleich. Das heißt, da hat sich nicht so viel geändert am grundlegenden Prinzip, dass der VXX entsprechend die Volatilität abbildet anhand der Futures. Also, dass er einfach die Futures entsprechend kauft und damit long ist und damit davon profitiert, wenn entsprechend die Volatilität steigt. Ja, es stimmt, dass der VXX seit Monaten vom VIX abgekoppelt war. Das lag aber eben an einem Spezialfall, Andreas.
kurz um die Frage aufzugreifen, es gab dieses Problem, nenne ich es mal, dass entsprechend hier leider zu viele dieser Produkte emittiert worden sind, was entsprechend leider nicht im Prospekt definiert war. Deshalb hatte man ein Problem und konnte entsprechend nur noch diese Produkte zurücknehmen, wenn jemand sie direkt beim Emittenten bei Barclays verkaufen wollte und keine neuen ausgeben, was dazu führte, dass der Preis halt völlig absurd abgekoppelt war vom VIX und eben zu hoch war. Also das ist auch noch ein weiteres Risiko, das ich jetzt nicht eingeplant hatte in der Präsentation, aber weil die Frage kommt, also vielen Dank, Andreas, kann das tatsächlich mal sein, dass ein solches Produkt, ein Exchange-Traded Note, eben mal abseits des eigentlichen Zwecks und der abseits der eigentlichen Berechnung notieren kann, in dem Fall eben viel zu hoch, weil eben diese Leerverkäufer, von denen ich eben spreche, die eben hier short sind, dann plötzlich unter Zwang kommen, weil sie natürlich bei einer Eindeckung nicht mehr neue Stücke vom Emittenten anfordern können, weil der nicht mehr in der Lage war, neue zu emittieren, weil er es nicht durfte, weil er einfach zu viele schon ausgegeben hatte durch irgendeinen banalen Fehler und zu viele eben schon emittiert waren und im Markt waren. Das ist inzwischen wieder behoben. Das heißt, man hat jetzt den regulären Handel sozusagen wieder aufgenommen. Der Börsenhandel war jederzeit sichergestellt, aber der Emittent an sich hat einfach keine neuen Stücke emittiert, was eben zu Problemen für Leerverkäufer geführt hat, weil sie eben nicht direkt beim Emittenten wieder neue Stücke eben einkaufen konnten und damit eben an der Börse, am Markt die Stücke nachfragen mussten und damit entsprechend ja, sozusagen kleine Short Squeezes verursacht haben, die den VXX manchmal zum Steigen gebracht haben. An verrückten Tagen ist der VXX dann manchmal 10, 20% gestiegen, obwohl der VIX sich nicht vom Fleck bewegt hat. Also das waren auch ein paar kleine Kurskapriolen, die man jetzt hier in diesem Langfristchart gar nicht sieht. Ja, war ein sehr Ausnahmefall. Aber ist tatsächlich passiert, hat sich inzwischen aber wieder reguliert. Barclays darf wieder die VXX-Stücke emittieren. Deshalb ist alles wieder beim Alten und alles ist wieder in Ordnung sozusagen bei der Berechnung des Produkts. Aber trotzdem, sowas kann passieren und da muss man auch mit rechnen, dass entsprechend ja solche Ausnahmefälle immer mal vorkommen können. Also danke für den tollen Hinweis, Andreas. Ja, gucken wir uns jetzt mal zu guter Letzt an, wie das Hedging funktioniert, das Hedging der Volatilität. Wenn ich also ein Langfrist-Aktienportfolio habe oder generell einfach davon ausgehe, dass der Markt eher bärisch tendiert und weiter runtergeht, was kann ich machen, um mich zu schützen? Ich habe hier zum Beispiel einen Trade, den ich mal gerne eingehe, der meist gut funktioniert. Ich muss sagen, in letzter Zeit hat er nicht so perfekt funktioniert, zumindest nicht im August, jetzt im September, Oktober wiederum besser. Das ist der sogenannte Feuerlöscher-Trade, nicht den immer. Also der soll eben auch wirklich nur dafür da sein, ein Feuer zu löschen, wenn es da ist. Also nicht so, wie es manchmal in den Schulgebäuden passiert, dass die Schüler, wenn sie keine Klassenarbeit schreiben wollen, dieses Ding dann von der Wand nehmen und Schaum rumsprühen oder den Feueralarm drücken. Das ist nicht dafür gedacht, sondern eben nur dafür, wenn wirklich ein Feuer ist, dass ich dieses Feuer löschen kann. Dafür ist der Feuerlöscher im Grunde ja auch da, für diesen Einsatzzweck. Es ist also kein Trade, mit dem ich versuche, per se Gewinn zu produzieren, sondern eher andere Portfoliopositionen zu schützen. Wie ist dieser Feuerlöscher-Trade aufgebaut? Das ist an sich ein Backspread, ein Ratio-Backspread. Das klingt jetzt erstmal kompliziert für die Anfänger im Optionshandel, ist aber nichts anderes als eine Kombination von zwei verschiedenen Strike-Preisen. Hier in dem Fall unten, wenn wir mal schauen, was ich hier ausgeführt hatte, das war eine Ausführung vom 10. August, die ich entsprechend hier hatte in VIX Futures mit Fälligkeit Oktober. Ich habe hier immer so eine Laufzeit von 60 bis 80 Tagen, die ich da etwa wähle, damit ich nicht zu viel Zeitwertverfall habe in den Optionen. Und hier versuche ich eben, mich abzusichern gegen steigende Volatilitäten. Ja, meistens geht das einher mit einem fallenden Aktienmarkt, kann manchmal aber auch schon vorher passieren, dass entsprechend Marktteilnehmer sich absichern, weil sie einfach nur die Befürchtung haben, dass der Markt runtergeht. Gerade wenn der Markt schon mal ein paar Prozente abgibt und das relativ schnell passiert, dann kann es sein, dass der VIX auch relativ schnell anzieht und man damit entsprechend ja schon mal eine relativ gute Sicherheit hat. Wie gesagt, im August hat das nicht so perfekt funktioniert, weil offenbar viele große Marktteilnehmer bereits abgesichert waren zu früheren Zeitpunkten. Als wir eben schon im Juni zum Beispiel die Tiefs hatten, waren die schon relativ gut abgesichert und waren selbst im August vielleicht auch im Urlaub, haben deshalb nicht so viele Optionen auf den S&P 500 gehandelt. Daher war der VIX entsprechend nicht auf so hohen Levels. Ich konnte also diese Versicherung relativ günstig aufsetzen. Wenn aber der Markt wieder weiter runterging von seiner zwischenzeitlichen Erholung, hat leider der VIX nicht so stark angezogen, war nicht so die perfekte Versicherung. Also auch das gebe ich gerne offen und ehrlich zu. Man gibt keine hundertprozentige Sicherheit, dass das immer super funktioniert. Aber ich kann den exakt gleichen Trade auch eben im SPY zum Beispiel machen. Also direkt auf den ETF des S&P 500 auf der Unterseite mit Puts, indem ich mich also da direkt versichere gegen fallende Preise im Aktienmarkt. Also das funktioniert hier genauso. Ich mache es klassischerweise, zumindest habe ich es bisher immer so gemacht, dass ich direkt im Volatilitätsindex gemacht habe, im VIX, also mit den Optionen auf den VIX.
Nochmal zur Erklärung, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier etwa am Geld einen Call verkauft, in dem Fall hier einen 20er Call, weil beim 10. August, wir zeigen es gleich nochmal im Chart, waren wir etwa beim Level von um die 20. Und dann habe ich zwei Calls gekauft, deshalb ja Ratio Call Spread, weil ich hier eben einen Call verkaufe und zwei Calls kaufe. Zwei 27er Calls gekauft, eben mit Fälligkeit 18. Oktober, also etwas mehr als 2 Monate Laufzeit zu dem damaligen Zeitpunkt. Und dafür habe ich sogar noch eine Prämie erhalten. Das heißt, obwohl ich zwei Calls gekauft habe, waren die in Summe vom Kaufpreis her günstiger als das, was mir der 20er Call am Geld als Prämie eingebracht hat. Das heißt, das ist eine Versicherung, die mich summa summarum nichts gekostet hat, sogar noch in dem Fall eine kleine Prämie eingebracht hat. Das geht leider nicht immer. Also wenn man jetzt erst auf die Idee kommt, wo der VIX schon von Levels über 30 ist, wird man sicherlich nicht das zu Null aufsetzen können und auch nicht als so engen Spread, weil ich habe ja hier lediglich 7 Punkte Differenz zwischen dem 20er und 27er Call. Aber wenn man das macht, wenn der Volatilitätsindex gerade niedrig steht, also unter 25, besser sogar um die 20 oder niedriger, dann kriege ich das meistens relativ preiswert hin, dass der Spread eben eng ist und dass ich teilweise das zu Null oder sogar mit einer kleinen Prämieneinnahme eben aufsetzen kann, wie in dem Fall hier geschehen, also 22 Cent Prämieneinnahme für die Kombination. Die VIX-Optionen haben immer eine Kontraktgröße von 100, das heißt, auch das kann ich also mal 100 rechnen, heißt also hier 22 Dollar Prämieneinnahme, das Ganze eben mal 5, also knapp über 100 Dollar Prämieneinnahme dafür, dass ich hier eine Versicherung eben bekommen habe. Wie wirkt jetzt die Versicherung? Gucken wir nochmal auf das Schaubild hier rechts. Was wir da noch sehen, ist auch wichtig zu wissen, dass diese VIX-Optionen relativ interessant, nenne ich es mal, Handelbarkeit, eine interessante Handelbarkeit und Handelszeitraum haben, denn das letzte Handelsdatum ist immer ein Tag vor der Fälligkeit, also anders als wir das von den Aktienoptionen kennen, die wir ja bis zum Schluss handeln können an dem Tag, wo sie fällig sind, ist das hier nicht gegeben, nämlich meistens verfallen die eben an einem Mittwoch und ich habe jetzt hier einfach mal beispielhaft den September rausgenommen, ist natürlich für den Oktober genauso, aber man sieht sehr gut, dass das letzte Handelsdatum eben an einem Dienstag liegt und zwar 15.15 Uhr Central Standard Time, das ist also die Zeit in Chicago, wo entsprechend die CBOE ihren Sitz hat. Und das sind also 7 Stunden Zeitdifferenz zu uns, was wiederum bedeutet 22.15 Uhr, also entsprechend 15 Minuten nach Marktschluss in den USA, wenn der Aktienmarkt eben geschlossen hat um 22 Uhr unserer Zeit, dann werden die Optionen noch 15 Minuten weiter gehandelt, was auch klassischerweise der tägliche Handelszeitraum ist, bis 15 Minuten nach Marktschluss, wird entsprechend hier auch entsprechend der VIX berechnet und deshalb auch entsprechend die Optionen auf den VIX hier gehandelt. Aber die Abrechnung, also das Cash Settlement, das sehen wir hier unten auch nochmal, Abwicklungsmethode bar, das erfolgt erst einen Tag später und zwar zur Eröffnungsauktion. Dann, wenn also der VIX wieder berechnet wird zum Marktstart, dann wird tatsächlich festgelegt, aha, das ist jetzt also der VIX-Wert, zu dem auch abgerechnet wird Cash. Ja? Und das ist das, was wir hier eben sehen. Multiplikator 100 heißt, der VIX-Wert, der dann festgelegt wird in der Eröffnungsauktion, der wird entsprechend mit 100 multipliziert und das ist dann der letztendliche letzte Wert der Option, der dann abgerechnet wird. Die Option an sich ist aber da eben nicht mehr handelbar, weil ja dann schon die Fälligkeit ist. Ja? Also man kann das nur noch bis zum Tag vor dem Fälligkeitsdatum handeln. Das sollte man immer wissen, falls tatsächlich mal jemand auf die Idee kommt, die bis zur Fälligkeit zu halten, dass dann die Abrechnung erst am nächsten Tag ist und man sozusagen im Risiko ist, was über Nacht passiert oder am nächsten Morgen noch passiert, bis entsprechend der VIX seine Eröffnungsauktion hat. Ja. Ich halte diesen Trade, diesen Feuerlöscher-Trade, tatsächlich nicht bis zur Fälligkeit aus einem ganz guten Grund, weil der gewiefte Zuschauer wird wahrscheinlich schon festgestellt haben, dass dieser Trade natürlich erstmal in den Verlustbereich eigentlich geht, weil zwischen 20 und 27 habe ich einen Short Call, heißt, der geht natürlich erstmal nach unten in den Verlustbereich und erst bei über 27 würde sozusagen der Turbo zünden, weil ich ja dann 2 Long Calls habe, dann eben Verluste gedeckelt sind, auf ein Maximum von entsprechend 7, was die Differenz ist, mal 100, heißt also 700 pro Kontrakt wäre eben hier der maximale Verlust, wenn wir eben am Laufzeitende auf 27 eben genau stünden, weil dann die Long Calls wertlos verfallen würden und der Short Call hätte sozusagen einen Wert von 7. Und das ist natürlich ein Risiko, das ich nicht haben möchte. Und das tritt meistens dann ein, wenn wir die letzten Wochen vor Laufzeitende haben. Ich sag mal, die letzten 2, 3 Wochen sind hier extrem. Und das ist der Grund, warum ich immer etwa spätestens 20 Tage vor Laufzeitende versuche, diesen Trade dann zu schließen, egal wo er steht, egal ob im Profit oder im Verlust, weil ich nicht möchte, dass ich in diese Grube hineinfalle, also dass ich riskiere, dass wir irgendwo zwischen 20 und 27 stehen und ich dann eben auch vielleicht den Maximalverlust erleide, weil dummerweise der Volatilitätsindex eben nicht
auf über 27 gestiegen ist. Unter 20 haben wir kein Risiko, dann würden alle Optionen einfach wertlos verfallen. Ich dürfte meine Prämieneinnahme in dem Fall von 22 Dollar je Kontraktkombination sogar behalten. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, aber eigentlich setze ich hiermit ja darauf auf eine Versicherung. Also habe ich ein Aktienportfolio, ist mir es ja egal, dann bin ich ja einfach geschützt und wenn die Volatilität runtergeht, die Schwankungserwartung, gehen meistens die Aktienmärkte auch hoch, das ist ja positiv und ich darf in dem Fall sogar die Prämie behalten. Win-win sozusagen. Wenn es nach oben geht, dann verlieren zwar meine Aktienpositionen, aber ich habe damit hier eben eine Versicherung. Deshalb ja der Feuerlöscher-Trade, weil ich damit eben den Verlust in meinen Aktien etwas auffangen kann. Nicht immer vollständig. Es kommt immer darauf an, wie viel Aktienpositionen man hat und wie viel von diesen Kombinationen, diesen Feuerlöschern man entsprechend aufmacht. Und natürlich auch, wie weit der VIX eben steigt. Dementsprechend daran bemisst sich ja, wie viel eben Gewinne dann ich in diesem VIX machen kann. Aber wie ich sagte, das ist kein Profit-Trade für mich, den ich versuche, immer auf Teufel komm raus ins Plus zu bringen, sondern es ist ein Schutz, den ich dann aufbaue, wenn ich mich absichern möchte für temporär rückläufige Aktienmärkte. Und dann bringt es mir eben auch was, weil es eben die Buchverluste in den Aktien eben auffangen kann oder zumindest den Rückgang der Aktienmärkte. Kann ja sein, dass ich trotzdem noch im Profit bin mit meinen Aktienpositionen. Und dann schließe ich diesen Feuerlöscher-Trade immer dann, wenn ich auch mein Risiko im Aktienmarkt reduziere. Also wenn ich Risikopositionen abbaue. Das heißt, ich veräußere einen Teil meines Aktienportfolios, dann schließe ich einen Teil des Feuerlöschers. Oder ich schließe den Feuerlöscher, weil ich sage, okay, ich glaube, dass die Volatilität hier nicht mehr weiter steigt. Dann würde ich aber in der Regel auch immer einen Teil des Aktienportfolios eben hier rausnehmen, weil das eben, wie gesagt, in Korrelation zueinander steht und für mich eben rein ein Feuerlöscher-Trade eben ist, um das Feuer eben am Aktienmarkt zu löschen und nicht um damit Profit zu erzielen. Man kann das theoretisch machen, auch ohne Aktienposition, klar, es gibt ja keinen Zwang dazu, aber es ist nichts, was ich in der Regel tue. Ja, lass uns mal gemeinsam eben noch anschauen, wie das Ganze hier aussieht. Also, wenn wir in den Option Trader mal hineingehen, ich habe mal hier jetzt den VIX-Index in den Option Trader gelegt, also in der Trader Workstation sehen wir hier zum einen die Fälligkeiten, nämlich jede Woche gibt es eben eine Fälligkeit und weil entsprechend morgen der Mittwoch ist, haben wir hier eben entsprechend wieder eine Fälligkeit mit 0 Tagen. Also da steht immer eine 0, weil heute ja eben der letzte Handelstag ist, aber morgen wird dann eben entsprechend erst abgerechnet, wie ich es eben gerade eben gezeigt habe. Deshalb nicht verwundern, wenn man dann denkt, so ja, am nächsten Tag, warum steht denn die Option noch da in meinem Portfolio? Liegt eben daran, dass sie da erst abgerechnet wird, wenn entsprechend die Eröffnungsauktion stattgefunden hat. Gucken wir nochmal auf den VIX-Index, dass wir hier nochmal sehen, wo ich diesen Feuerlöscher-Trade jetzt hier aufgesetzt hatte. Hier sehen wir jetzt mal die täglichen Kerzen seit etwa Beginn des Jahres. Und da sehen wir, wir waren hier am 10. August. Ja, da hatten wir diese Riesenkerze, wo es eben runterging, wo die Volatilität stark gefallen ist. Und ich dachte mir, okay, das ist ein attraktives Level. Wir sind jetzt eben hier unter 20. Ich baue jetzt einfach schon mal eine Versicherung für mich auf, weil zuletzt hatten wir auch Levels hier von um die 20, ab denen die Volatilität wieder angezogen ist, weil der Aktienmarkt dann weiter runtergegangen ist. Und deshalb habe ich gesagt, einfach pro forma, um mein Aktienportfolio ein bisschen abzufedern, baue ich mir diesen Feuerlöscher-Trade auf. Wie ihr gesehen habt, eben ein Short-Call 20er-Strike und zwei 27er Long-Call-Strikes mit Fälligkeit Oktober. Und danach ist entsprechend der Aktienmarkt wieder in die Knie gegangen, ab Mitte August zumindest. Also wir sehen, es ging noch eine Zeit lang seitwärts, aber dann ist die Volatilität plötzlich angezogen und entsprechend der Aktienmarkt ging runter. Leider ging das nicht so schnell, wie ich es erwartet hatte. Also der VIX dümpelte lange Zeit zwischen 25 und 27 rum, kam also nicht so recht über meine Long Strikes hinaus, weswegen der Schutz eben hier nicht so perfekt war in diesem Fall. Aber in der Regel sehen wir, gehen wir relativ zügig Richtung 30, also wie wir es hier im April sehen, ne, wo plötzlich ein Einbruch am Aktienmarkt war, da ging die Volatilität binnen 3 Tagen relativ zügig über die 30 von der 20 ausgesehen, also hat hier 50% eben zugelegt an Wert. Und da wirkt natürlich dieser Feuerlöscher-Trade dann natürlich extrem viel besser, als wenn wir jetzt hier fast einen Monat brauchen, bis wir entsprechend die Marke von 30 überhaupt erstmal erreichen. Beziehungsweise ich dann schon an die letzten 3 Handelswochen komme, wo ich diese Position dann natürlich auch schließen muss, um eben nicht in diese Grube zu fallen, die sich da am Laufzeitende entsprechend auftut. Aktuell könnte man den natürlich auch aufsetzen. Das Problem ist hier, wir sind bei so hohen VIX-Levels, aktuell von 32,7, dass das natürlich relativ teuer wird. Zum einen, weil die Volatilität, also der VVIX eben hoch steht, was bedeutet, wir bezahlen eine relativ hohe Optionsprämie. Ich sage ja immer, ich würde eben 60 bis 80 Tage Restlaufzeit nehmen, aber eben dann, wenn wir eben niedrige VIX-Levels haben, also mindestens unter 25, besser um die 20 oder tiefer, haben wir halt dieses Jahr nicht so oft gehabt. Aber wenn sich das ereignet, dann kann man entsprechend das auch rollierend immer mal wieder aufsetzen, also jeden Monat eine
Kombination aufsetzen von diesem Feuerlöscher-Trade und im nächsten Monat dann entsprechend schon mal wieder die nächste Kombination aufsetzen, bevor der vorherige ausgelaufen ist. So hat man sozusagen einen dauerhaften Schutz und ist eben nicht gezwungen, jetzt ohne Schutz dazustehen, wenn man in der jetzigen Situation zum Beispiel 3 Wochen vor Laufzeitende steht und entsprechend diese Kombination eben schließen müsste. Ja, da kann man das Ganze sich dann bauen mit dem Strategy Builder hier. Ich habe das Ganze, wie gesagt, mit einem 20er Short Call und einem 27er Long Call gemacht. Eben hier 2 Stück. Man kann das oben hier relativ einfach einstellen. 2 Stück als Verhältnis, also 1 zu 2, deshalb Ratio und Backspread, weil wir entsprechend hier rüberlaufen sollen. Wir sehen ja diese Grube. Ich nenne das auch gerne die Jauchegrube. Da möchte man nicht unbedingt reinfallen, aber wenn man zu lange wartet und zu viel Zeit wird verfallen ist, dann tut sich diese eben auf und man fällt eben hier unten rein. Wir können uns das vorher auch immer mal anschauen mit so einem Performance-Profil. Wenn er also hier den Haken reinsetzt, kann sich das Ganze nochmal anschauen, wie entsprechend sich das Ganze entwickelt. Und hier sehen wir eben auch schon, je weiter die Volatilität steigt, desto vorteilhafter ist das natürlich. Ja, wenn die Volatilität eben ansteigt, sehen wir schon relativ gut auf der gepunkteten Linie, dann bringt uns das ins Plus und der Trade baut eben Buchgewinne auf. Je später das passiert, also am Laufzeitende, ist natürlich der Break-Even-Punkt viel höher, bei einem höheren VIX-Stand. Und damit bringt uns das nichts mehr, weil hier am Laufzeitende fallen wir sozusagen in die Grube rein und haben eben hier bei der 27 eben unseren maximalen Verlust. Da wollen wir nicht hinkommen. Deshalb sollte das nach Möglichkeit entsprechend in den nächsten 4 bis 6 Wochen passieren, sodass wir eben nicht in die letzten 3 Wochen vor Verfall eben reinkommen, weil da möchte ich diese Position geschlossen haben, damit ich nicht den Maximalverlust erleide. Weil wir sehen hier, es ist nicht so dramatisch, wenn wir bis zum Verfall runtergehen. Ein wenig, aber ich habe trotzdem einen Verlust. Ja, ich bin dann hier bei etwa 200, wenn das jetzt heute passieren würde. Wenn das jetzt aber beispielsweise ja bis zum Ende Oktober oder 1. November passieren würde, dann sehen wir, dann weitet sich natürlich dieser Verlust aus. Die gestrichelte Linie stellt jetzt den 1. November dar und da sehen wir entsprechend klar, der Verlust wird immer größer. Bis zum Laufzeitende hin bewegen wir uns zu dieser durchgezogenen weißen Linie nach unten. Und diese Jauchegrube tut sich eben dann besonders stark auf, wenn entsprechend die Volatilität zurückgeht. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir ja hohe Volatilitätslevels. Aber die Volatilität wird ja irgendwann auch wieder zurückgehen. Und deshalb setze ich das eben eher dann in Marktphasen auf, wenn niemand oder nicht viele Marktteilnehmer entsprechend einen Crash erwarten, weil dann ist die Absicherung eben günstig oder sogar zum Nulltarif zu haben. Man muss das nicht so aufsetzen. Man kann auch eine kleine Prämienausgabe in Kauf nehmen. Aber ich mache das gerne eben dann, wenn wir bei VIX-Levels unter 25 sind. Ja, das kann jeder hier mal das Szenario immer durchspielen. Beim nächsten Mal vielleicht mal schauen, wenn wir VIX wieder unter 25 oder sogar um die 20 haben. Einfach mal gucken, wie sich das Ganze ausspielt. Man muss ja nicht 20 und 27 nehmen, man kann auch höhere Levels nehmen. Also ich habe auch schon mal 24 und 30 oder 24 und 32 genommen. Ich habe am liebsten so eine Spread-Differenz von 7 bis 9 Punkten hier. Das ist für mich so ideal. Dann habe ich keine zu breite Jauchegrube und habe entsprechend trotzdem hier die Möglichkeit, bei niedrigen Levels das Ganze kostenneutral oder relativ kostenneutral aufzusetzen. Ja? Also bei einem hohen VIX-Stand wie jetzt ist das natürlich nicht das geeignete Absicherungsinstrument, weil wenn jeder eben schon sieht, dass die Panik da ist, naja, dann brauche ich mich auch nicht mehr dafür absichern, weil ich dann relativ teuer dafür bezahlen muss. Also den letzten beißen sozusagen die Hunde, klar. Kann man das Ganze auch in umgekehrter Richtung spielen, also Bull, Putz, Bull, ja genau, mit Putz auf den Spider, habe ich vorhin gesagt, kann man auch machen. Wäre in dieser Marktphase natürlich sogar die bessere Option gewesen, weil entsprechend der Spider natürlich schneller abgestürzt ist, als hier der VIX gestiegen ist. Ich zeige das nochmal hier am Chart. Wenn wir jetzt also hier mal den Spider reinnehmen, SPY, dann sehen wir relativ gut, dass hier ja schon seit meinem Aufsetzen, ne, 10. August, erinnert ihr euch, das war hier, ja, da ging es zwar noch mal 3 Tage hoch, aber danach ist eigentlich der Aktienmarkt nur runtergelaufen. Der S&P hat eben verloren und das natürlich viel stärker als der VIX angezogen hat. Insofern wäre das tatsächlich hier mit einem Ratio Bull Spread besser gewesen, Entschuldigung, Put Spread besser gewesen, einem Ratio Bear Put Spread in dem Fall, weil man entsprechend einen Put am Geld eben verkauft, ja, also zum Beispiel, wenn wir hier gestanden wären, hätten wir den nah am Geld oder entweder direkt am Geld oder nah am Geld hier verkauft, also 420 bis 410 zum Beispiel, einen Put verkauft. Wenn der Aktienmarkt nach oben rennt, ist das ja kein Problem, ne? Dann verfällt diese Option wertlos und wir kaufen 2 tiefer liegende Optionen, 2 Puts
Eben Long, ja, die kaufen wir ein, also zum Beispiel bei 390, 380, je nachdem, was man haben möchte, wie breit man den Spread machen möchte, je nachdem, welche Prämienausgabe man haben möchte oder ob man das kostenneutral machen möchte. Und wir sehen, da ist die Volatilität niedrig gewesen. Das heißt, das ist günstig, ja, weil ich die aus dem Geldoption eben günstig erwerben kann, während die am Geldoption zwar auch nicht viel Prämieneinnahme bringt, das ist klar, aber ich habe vor allem den Effekt, dass ich hier bei den aus dem Geldoptionen keine extreme Kurve habe und deshalb nicht so viel Prämie bezahle für die weit aus dem Geld liegenden Optionen. Und deshalb kann ich hier sehr günstig diese zwei Puts in dem Fall dann einkaufen und kann das Ganze eben hier auch als Ratio Put Spread bauen. Eben ein Bear Put Spread, wo ich davon profitiere, wenn es nach unten geht und in dem Fall hier sogar noch die Volatilität anzieht. Den gleichen Effekt habe ich natürlich auch bei den Call Spreads im VIX. Ja, wenn es nach oben geht, zieht die Volatilität an. Die Volatilität der Volatilität, der VVIX zieht an. In dem Fall hier einfach die Volatilität auf den S&P 500 oder den SPY in dem Fall. Und davon profitieren natürlich zusätzlich die zwei gekauften Calls, weil wenn wir runterlaufen und eben ans Geld oder sogar leicht ins Geld laufen, dann nimmt ja deren Prämie zu, deren Zeitwert nimmt teilweise sogar zu, weil die Schwankungserwartung eben gestiegen ist. Und das kann manchmal den Effekt des Zeitwertverfalls sogar überkompensieren. Ja? Also ganz interessante Möglichkeiten, eben sich abzusichern am Markt. Und das ist einfach eine Möglichkeit, wie man das Ganze hier spielen kann. Deshalb wollte ich euch das einfach mal gezeigt haben. Heute gibt es nochmal ein besonderes Angebot, wie beim letzten Mal eben auch, nämlich die Möglichkeit, wer es noch nicht hat oder wer aktuell bei einem anderen Broker ist, eben zu wechseln zu FX Flat, zu unserem Partnerbroker und damit 2 Monate kostenfrei bei uns im Finance Coach Masters immer donnerstags dabei zu sein. Da sind wir immer eine halbe Stunde öffentlich live auf YouTube und danach nochmal eine Stunde für unsere Mitglieder. Und wer jetzt ein Konto eröffnet oder eben wechselt von einem anderen Broker, der hat die Möglichkeit, das Ganze 2 Monate kostenlos bei uns zu tun. Und da sprechen wir eben auch über solche Absicherungsmöglichkeiten und insbesondere natürlich auch, wann man sie aufsetzen sollte. Also wir haben hier im Club eben rechtzeitig darüber gesprochen, einen solchen Feuerlöscher-Trade eben aufzusetzen, bevor der Markt eben in Tauchstation übergegangen ist. Also, wen das interessiert, einfach mal hier den QR-Code scannen oder auf die Webseite financecoach.fxflat.com/Kontoeröffnung gehen und da kann man eben kostenfrei das Konto eröffnen und die günstigen Gebühren von FX Flat eben nutzen, gerade gegenüber anderen Introducing Brokern, ist FX Flat mit der preiswerteste und da dann entsprechend 2 Monate kostenlos bei uns im Finance Coach Masters dabei zu sein. Wer noch ein bisschen weitergehen möchte, wen es interessiert, hier ein vollständiges Coaching zum Optionshändler zu machen, dauert 3 bis 6 Monate etwa. Dafür muss man natürlich entsprechend auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das ist klar. Sollte natürlich trotzdem noch ein bisschen Kapital übrig haben, dass man auch noch ein Portfolio hat, das man traden kann und vor allem ein bisschen Zeit mitbringen natürlich für die Ausbildung. Der darf sich gerne kostenfrei bei uns melden für ein Strategiegespräch, wo wir gemeinsam analysieren, auf welchem Level man steht, wo man auch hin möchte, welche Ziele man hat und ob das realistisch ist, ob die erreichbar sind und was man eben dafür tun muss. Denn bei uns gibt es eben ein individuelles Coaching. Das besteht eben aus Videokursen, aus Gruppencoachings in Kleingruppen mit 5 bis 10 Teilnehmern und auch insbesondere aus Einzelcoachings. Das ist etwas ganz Besonderes, was andere in diesem Bereich eben nicht anbieten, denn wir setzen uns eben mit den Coaching-Teilnehmern immer 1:1 mit dem Coach zusammen, sodass man eben auch persönlich und privat Dinge besprechen kann, die man natürlich nicht in einer größeren Gruppe zeigen möchte. So kann man eben auch tatsächlich über eigene Kontopositionen sprechen und eben auch über Fehler sprechen, die man vielleicht eben nicht in einer großen Runde ansprechen möchte. Aber es geht ja darum, jeden dort abzuholen, wo er gerade steht und ihn eben voranzubringen. Das ist das Ziel unseres Coachings. Ja, wenn noch Fragen offen sind, wir sind zwar perfekt bei 19 Uhr, aber ich bin gerne noch bereit, ein paar weitere Fragen zu beantworten, wenn hier noch was offen ist. Also gerne einfach in den Chat beziehungsweise in die Fragen- und Antwort-Section hier die Fragen einstellen. Dann kann ich gerne noch darauf eingehen, wenn noch was offen ist. Ansonsten sage ich schon mal Dankeschön für die Aufmerksamkeit und natürlich nicht vergessen, auch nächsten Monat haben wir wieder ein Webinar. Ich glaube, es ist der 8. November, wenn ich es richtig im Kopf habe, Florian. Da sind wir wieder live. Und auch das wird natürlich wieder aufgezeichnet. Wer schon angemeldet ist für diese Webinare, braucht nichts weiter tun, gibt es automatisch eine Erinnerung per E-Mail. Da kommt dann auch wieder der Zugangslink und da kann man dann auch wieder am nächsten Teil im nächsten Monat eben mitwirken. Ja, es ist wie gesagt keine Voraussetzung, die anderen Teile gehört zu haben. Jeder Teil ist in sich schlüssig, aber trotzdem gibt es alle Teile als Aufzeichnung auf dem YouTube-Kanal von FX Flat. Also dort einfach mal nachschauen und ja, dann könnt ihr auch die alten Teile eben nochmal nachschauen. So sieht's aus. Du hast sogar eine eigene Playlist. Finance Coach bei FX Flat. Oh, super, das ist ja genial. Da kommen die alle rein. Ne? Also 8. November ist das nächste Webinar angesetzt. Wieder auf einem Dienstag, 18 Uhr. Sind jetzt keine Fragen reingekommen, Pascal. Kommen wir
Komm, ein paar Ja, wenn. Feedback-Dinger, mega interessant. Eine Sache noch hier. Guck mal, jetzt kommen sie. Möchte gern was zum Coaching. Das ist doch Genau, was der für Roland dich. möchte gern wissen, wie er zum Coaching kommt mit den Optionen und was er dafür tun muss. Hier einfach den QR-Code scannen oder auf unsere Webseite finance.coach gehen und dort kannst du dich eintragen für ein kostenfreies Strategiegespräch. Und dann wirst du zurückgerufen, da hinterlässt du einfach deinen Namen und deine Telefonnummer. Wir rufen dich dann zurück und dann werden wir eben feststellen, ja, auf welchem Level du bist, wo du hin möchtest. Und dann präsentieren wir eben auch das auf dich abgestimmte Coaching-Programm und du entscheidest dann, ob das was für dich ist oder nicht. Also relativ simpler Prozess. Einfach auf die Website finance.coach gehen. Ja? Also wirklich .coach ist die Domain-Endung. Viele fragen immer, hä, was ist das? Aber es gibt die Domain-Endung .coach und unsere Webseite heißt finance.coach. Oder eben den QR-Code hier scannen. Wer das mit dem Handy machen möchte, kann auch direkt hier drauf zugreifen. Ja, schön auch, Roland, dass du schon den Börsenführerschein von mir gehört hast. Freut mich wirklich. Und wie gesagt, wen das interessiert, nächsten Monat ist auch der Börsenführerschein, startet er wieder an dem Mittwoch. Das heißt, da kann man dann dienstags bei uns entsprechend hier mit FX Flat das Webinar hören, wo es weitergeht im Thema Volatilität. Und direkt einen Tag später, am 9. November, startet dann eben der BVH-Börsenführerschein, auch kostenfrei. Wer sich dafür interessiert, einfach mal bei Google eingeben, BVH-Börsenführerschein, und dann kann man da sich auch kostenfrei für anmelden und mir nochmal weitere 4 Webinare lauschen. Okay, muss Okay, ich dann noch noch mal eine der Jörg hinüber? Frage. Sagt Es er ist hier. noch eine Frage vom Andreas reingekommen. Vielleicht machst du die noch und dann haben Genau, wir gibt es. es einen Aktien-ETF, der sich auch zusätzlich hedgt? Der sich auch zusätzlich hält, also selbstständig, oder wie verstehst du die Frage, Andreas? Also der Aktien-ETF wäre ja zum Beispiel der Spider, ja, der SPY, der ist ja entsprechend auf den S&P 500, das ist ja ein Aktienindex, und der ist natürlich nicht gehedgt, aber du kannst das eben selbst vornehmen, indem du eben hier meinen Feuerlöscher-Trade auf der Put-Seite öffnest, auf den SPY. Ja, das war ja das, was ich hier vorgestellt habe, auf den VIX als Call-Position oder eben auf den SPY mit einer Put-Position. Also Produkt mit Hedge Alright. kenne ich jetzt nicht auswendig, kann es vielleicht geben. Die Frage ist, ob das Sinn macht, weil langfristig sollte man sich natürlich nicht dauerhaft vollständig hedgen, sonst wird man auch seine Renditechancen aufgeben. Also es gibt keine Rendite mit vollständiger Sicherheit, das ist klar. Deshalb würde ich das immer dann machen, wenn ich in der Erwartung bin, dass eben was passiert am Markt, ja, und für das möchte ich ja abgesichert sein. Und ich möchte ja nicht dauerhaft gehedgt sein, sondern eben nur zu gewissen Zeitpunkten, wo es sich eben für mich lohnt, das günstig oder eben sogar zum Nulltarif tun zu können. Alright, gut. Dann sage ich danke, Pascal, fürs Webinar. Danke an die Teilnehmer. Wie immer, vielen Dank, dass Sie dabei geblieben sind. Auch die Fragen immer gerne, sind immer gerne gesehen vom Referenten und natürlich auch von Seiten FX Flat. Wenn das Ganze ein bisschen interaktiver ist, ist es natürlich auch immer noch mal was Besonderes. Na, ist besser als die Aufzeichnung sich anzugucken. Live dabei ist natürlich immer besser. Ja, Genau. Und gut. ansonsten, wer noch Fragen hat, gerne natürlich auch unter die Aufzeichnung auf YouTube schreiben. Ich werde mir da auch anschauen, wenn da noch Fragen gestellt werden, und kann die dann da auch beantworten. Mega, sehr gut. Alles klar, dann habe ich nichts hinzuzufügen. Wir hören uns, sehen uns am 8. November spätestens wieder. Und bis dahin bleiben Sie alle gesund, passen Sie auf die Positionen auf. Und dann sage ich ciao, ciao. Ciao, ciao, Pascal. Und bis zum Tschüss. nächsten Mal.